In einer Zeit wie dieser, wo man sagen könnte, sie ist ein Sklave des kurzfristigen, wandelbaren, wegwerfgesellschaftsmäßigen Orkane, die toben oder Seuchen, die kommen, ist es für mich so tröstlich, dass Gott mir in seinem Wort sagt, dass er sich nicht verändert oder dass er für immer und ewig derselbe bleibt. Das kannst du in Malachi 3,6 oder Psalm 102, Vers 28 nachlesen. Ich habe dir etwas mitgebracht, so ein Häkelnadel, ich weiß nicht, wie man auf Schriftdeutsch sagt. Und bestimmt kennst du solche Netzchen von Obst, bei den Orangen orange, bei Limonen, Limetten grün und bei Zitronen gelb. Diese kannst du an den Ecken das wegschneiden, da das Metall auf jeder Seite, dann zusammenfalten mit Häkelnadel und Garn umgarnen. Und das ist ein wunderbarer Putzlappen für unterwegs. Den kannst du in der Handtasche oder im Rucksack oder in der Hosentasche haben. Wenn du irgendwo unterwegs bist, isst oder irgendwas und es ist ein Fleck da, wunderbar feucht machen, wegwischen, trocknen lassen. Ich habe mich heute daran versucht, ohne Garn zu haben, einfach mit einem normalen Faden. Und das ist dabei herausgekommen, etwas ein bisschen. Also, das ist oft unser Bild von Situationen oder von uns selber oder der Blick auf andere Menschen. Und das ist Gottes Bild als Vergleich. Und wenn unser Bild, unser Denken, unser Fühlen nicht mit dem, was Gottes Wort sagt, kompatibel ist, sollten wir es gegen das tauschen, was Gottes Wort und was Gott selber sagt. Gott oder Jesus, wenn du willst, er verändert sich nicht, habe ich bereits gesagt. Er bleibt immer der gleiche, stets barmherzig. Nun willst du vielleicht zu mir sagen, ja, aber Andrea, der Gott des Alten Testaments, der war ein grausamer, strafender Gott. Und der Gott des Neuen Testaments, der ist so gnädig. Aber weißt du, was dazwischen passiert ist? Jesus, er ist das Opferlamm, weil zwischen einem reinen Gott und einem Menschen, einem sündigen Menschen, einem zielverfehlenden Menschen, ist eine Kluft. Und diese Kluft hat Jesus überbrückt. Er hat sich hingegeben, er, der von keiner Schuld wusste, der keine Fehler machte, das perfekte Opferlamm für dich und mich. Und deshalb muss Gott uns nicht mehr strafen und zornig sein, weil sein Zorn bereits gestillt ist. Warum sollte er für das Gleiche zweimal jemanden strafen? Das ist so wie, wenn jemand stiehlt und dafür eine Buße zahlt oder ins Gefängnis muss. Warum sollte ich dann auch noch für die gleiche Geschichte eine Buße zahlen oder ins Gefängnis gehen, da es ja schon beglichen wurde? Ich selber hatte lange ein Thema mit körperlichen Heilungen. Wenn du mich gebeten hättest, für dich ein Gebet zu sprechen, was psychische Erkrankungen angeht, sofort, da habe ich es geglaubt. Aber körperlich, ich hatte meine Zweifel, bis ich erkannte, dass die Jesaja-Bibelstelle, wo es heißt, dass er unsere Sünden getragen hat, an seinem Leib, alle Schwachheiten von uns und alle Krankheiten auf sich genommen hat. Das steht in Jesaja 53, 4 und 5. Dass da wirklich im Urtext Wort für Leiden und Schmerzen im Hebräischen tatsächlich körperliche Leiden und Schmerzen meint. Ja, in einer Zeit wie dieser bleibt Jesus immer noch derselbe. Wie tröstlich, wie beruhigend, dass es Sachen gibt, die nicht ändern. Während seines irdischen Dienstes war Heilung für Jesus absolut wichtig. Die Bibel berichtet uns davon, dass er Gutes tat und alle heilte, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Absolut jeder, der mit der Bitte um Heilung zu Jesus kam, ob für seine Kinder, seine Diener, Freunde oder für sich selbst, empfing seine Heilung tatsächlich auch.
Nicht ein einziger Mensch, der zu Jesus gekommen war, ging fort, ohne von ihm Heilung zu empfangen oder empfangen zu haben. Und Jesus, der derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit ist, wird heute das Gleiche auch für dich und mich tun. Sein Herz, es schlägt noch immer voller Barmherzigkeit für dich und für mich. Er wird nie eine Gelegenheit versäumen, dir Gutes zu tun, deinen zerbrochenen Körper, deine emotionalen Wunden und deinen müden Geist zu heilen und dich zu segnen. Gott ist nicht darauf aus, dich zu zerstören. Die Bibel sagt uns deutlich, dass Gott ein Gott der Liebe ist und unser Gott der Liebe ist ein guter Gott. Er ist ein Gott, der sich danach sehnt, seinen Menschen Gutes zu tun. Gott wünscht sich sogar, seine Kinder täglich mit Wohltaten zu überschütten. Mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, täusche dich nicht, dass ein guter Gott dir Krankheiten, Gebrechen und alle möglichen körperlichen Beschwerden geben würde. Gott ist beständig und er ist beständig gut. Auf der anderen Seite sind Krankheiten immer schlecht. Sie sind ein Teil des Fluches des Sündenfalls. Ihr Ziel besteht darin, einen Menschen zu zerstören. Unser Gott gab uns seinen Sohn Jesus, damit du nicht zerstört wirst, sondern damit du das Leben hast, und zwar in ganzer Fülle, im Überfluss, sagt uns Johannes 10,10b. Der Herr nimmt dir dein Leben nicht weg, stattdessen gibt er dir Leben und Gesundheit vermehrt und stellt sie wieder her. Ich durfte das erleben, lange Zeit in meinem Leben habe ich es eigentlich weggeschmissen, auf nichts geachtet, später wurde ich sehr krank. Obwohl ich Jesus schon hatte, habe ich einfach gesagt, ja, er verherrlicht sich in dieser Krankheit. Schau, Gott schickt keine Krankheiten. Dass er sie zulässt, ja, aber es ist nicht sein wünschenswerter Wille. Was er jedoch macht, ist eine Situation, in der du steckst, ob du krank bist, arbeitslos, in Scheidung, Partnerwunsch, was auch immer, dass er sie nutzt, damit du im Vertrauen zu ihm wächst, damit du ihm ähnlicher wirst. Ich bete seit einigen Tagen, etwa 3 Tagen, folgendes Gebet. Vater, ich danke dir, dass du mich würdig gemacht hast, in Sieg, geheiligt und im Wohlstand zu leben. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe eigentlich gar nicht unbedingt so damit gerechnet. Am Montag war ich mit meiner Schwester und meinem Partner in Weil am Rhein am Shoppen, hatte ein bestimmtes Budget im Kopf und habe dieses um 92 Schweizer Franken überschritten. Aber nur Gott und ich wussten davon. Am nächsten Tag habe ich beim Anblick meines Kontostandes gestutzt, oder, oh, was ist denn das? Hat jemand genau die 92 Schweizer Franken mir überwiesen, jemand, eine Person, die keine Kenntnis hatte von der Situation, von den Gedanken. Und jetzt kommt noch die Sahne auf der Nachspeise. Die Person hat in Euro 100 Euro ausgelöst und es sind genau 92 Franken 16 Rappen bei mir angekommen. Also Gott ist ein Gott des Details. Ja, er wird uns nicht immer geben, was wir uns wünschen, aber immer alles, damit wir das Ziel, das er mit uns hat, erreichen. Und ja, ich sage wie Paulus, alles ist mir vertraut, satt sein und hungern, Armut und Reichtum. Aber alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich habe mich am Montag so angeklagt. Im Verhalten gegenüber meiner Schwester und meinem Partner,
fühlte ich mich sehr schlecht. Sie waren so liebevoll, geduldig und ruhig und ich gefühlt ein Stressbeutel und eigentlich sehr kurz angebunden. Im DM, wo wir einkauften, hatte es so viele Leute, dass du nicht wahrscheinlich Mühe gehabt hättest hinzufallen. Also es war aber auch nicht nur für mich eine Challenge. Ich konnte sogar noch einem Verkäufer, der sehr übel gelaunt war wegen der Situation, sagen, danke für Ihre Arbeit, nur ruhig, alles gut. Obwohl ich selber diese Ruhe nicht hatte, aus mir, aber aus Jesus. Meine Schwester und mein Partner haben mich aber nicht so wahrgenommen wie ich selber. Du siehst wieder das, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung oder Wahrnehmung Gottes. Nun hätte ich dort stehen bleiben können. Das habe ich zuerst auch gemacht und mich hinter Handicaps versteckt. Ja, ich höre mich halt selber nicht, wie ich sage und ich habe ein Thema mit Stress, ich muss schließlich Stresshormone nehmen. Aber weißt du, ich will mich nicht dahinter verstecken, noch als Extrasatz nachgeschoben. Und doch irgendwo als Rechtfertigung. Aber das muss ich nicht. In Christus bin ich eine neue Kreatur. Ich kann immer noch mich so verhalten. Aber ich muss nicht mehr. Und das Schöne ist, das Verdammnis bringt uns nicht weiter. Also das ist nicht das Schöne, sondern dass es nicht nur den Raum der Anklage gibt und der Zweifel, sondern auch den Thronsaal. Und glaub mir, dort lebt es sich viel schöner. Da der Glaube aus dem Hören kommt, habe ich angefangen aus dem Buch Heilung durch Gottes Wort von Kenneth Hagin, jeden Tag mir akustisch hörbar Dinge vorzulesen. Es macht einen Unterschied. Ja, Jesus hat mir, es gibt keine Bibelstelle, wo es heißt, ich bin immer gesund, ich bin immer fit und fröhlich und habe immer alles, was ich brauche. Aber es steht, dass er schon alles für mich getragen hat, dass er jeden Tag bei mir ist bis an der Weltende und dass er auch im dunklen Tal, wo ich als sein Schaf wie blind bin, da ist. Und es ist natürlich gut, wenn man auch Freunde hat. Ich vergleiche es mit einem Auto. Wenn die Scheibenwischer kaputt sind und es in Strömen regnet, ist es gut, neue Scheibenwischer zu haben. Oder Freunde, die dir helfen und improvisieren. Ich habe mal gehört, so einen halben Apfel auf der Scheibe, weißt du, so über die Scheibe fahren soll, was bringen. Ich saß mal in einem Bus, öffentlicher Verkehr, ich war der einzige Fahrgast, also er ließ mich drin, der Mann. Unterwegs ist er zu der Tankstelle und ich dachte, oh, der arme Kerl hat Hunger. Aber er hat sich einen Apfel geholt und versucht, so die Scheibe zu putzen. Es hat kurz geholfen. Es war sehr eigentlich gefährlich, auch für ihn und Verantwortung, ja, mich auch noch mitzunehmen. Alle anderen mussten aussteigen mit mir an der Bäumen, aber wir sind gut angekommen und ich habe unterwegs gebetet. Halleluja. Und so brauchen wir manchmal Freunde wie dieser Apfel, aber ein bisschen mehr etwas bringen, mehr produktiv, die uns helfen, wenn wir entmutigt sind. Also Gott ist wirklich ein guter Vater. Weißt du, hör auf der Lüge zu glauben, Gott gebe dir Krankheit, Gebrechen und Unfälle, um dich irgendwo zu bestrafen oder dir eine Lektion zu erteilen. Diese Dinge, sie kommen alle vom Teufel und durch das vollbrachte Werk Jesu wurden wir von jedem bösen Angriff und Fluch erlöst, wenn wir eine Entscheidung für Jesus gefällt haben. Wir können Schutz empfangen vor jeder Gefahr, Krankheit und jedem Gebrechen. Und durch die Striemen auf Jesu Rücken sind wir geheilt. Kämpfe nicht für das Recht, krank und unterlegen zu sein oder dass du glaubst, Gott will sich dadurch verherrlichen. Wenn Gott doch voller Gnade und Barmherzigkeit ist und will, dass du gesund, gesegnet und vor allen bösen Ereignissen geschützt bist, beginne damit, gute Geschenke vom Herrn zu erwarten. Weise alles zurück, was auch nur im Entferntesten andeutet, Gott sei böse auf dich und erziehe dich mit Krankheiten und Unfällen. Er ist ein guter Gott und ein guter Vater. Ich proklamiere über dir, und jede Krankheit wird der Herr von dir nehmen und er wird dir keine von den bösen Seuchen der Ägypter auferlegen. In 5. Mose 7,15 zu lesen. Halleluja! Jesus hat alles getragen. Natürlich kennt Glaube auch offene Fragen. Und auch in meinem Leben habe ich noch offene Fragen,
was eine neue Hypophyse angeht und solche Dinge. Aber ich weiß, im Unsichtbaren ist es bereits existent. Ich glaube an den Gott, der auf dem Wasser gehen kann. Und du? Danke fürs Videoschauen. Du geliebter, über alle Maßen gesegneter, höchstbegünstigter und gewollter Mensch. Solltest du noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, sagen, ja, ich glaube einfach, dass es da irgendwo was gibt. Das wird dir nicht den Eintritt in den Himmel verschaffen. Das ist wie wenn du in die Bäckerei gehst und sagst, ja, ich will einfach ein Brot. Sie wollen genau wissen, welches Brot. Du musst darauf zeigen und sagen, dieses will ich. Also, da mache ich dir Mut, Jesus als deinen Herrn und Erlöser in deinem Leben anzunehmen und vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts verrückt zu werden. Wenn jemand mal zu mir sagt, Andrea, du bist verrückt, sage ich, stimmt. Vom Reich der Finsternis wurde ich ins Reich des Lichts verrückt. Bin ich deshalb ein besserer Mensch? Mache ich weniger Fehler? Nein, aber ich muss nichts mehr selber tragen. Ich darf auf böse Dinge mit Liebe reagieren. Und ich habe einen Freund, den besten, den man sich vorstellen kann, an meiner Seite, Jesus. Er verarscht nie. Er kommt nie zu spät und er versteht mich durch und durch, da er mich geschaffen hat. Ich bin schon so viele Jahre mit ihm unterwegs oder er mit mir. Ich habe schon so viel erlebt. Und deshalb heißt ja mein Kanal auch Er lebt, er lebt. Mach doch ein Like, hinterlass einen Kommentar und teile das Video. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Ich freue mich über dich.